Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Sims 3, sag ich schon. Nee, jetzt funktioniert die Maus schon wieder nicht. Nee. Genau. Zu meinem Let's Play GTA Vice City. Und, Scheiße. Ja, und nachdem ihr euch schon das Intro anschauen konntet, was ich diesmal der NoCD-Crack-Exe verdanke, die ich allein deswegen raufgeklatscht habe, weil, ja, wie soll ich sagen, ich mach mal das Ding erstmal aus hier. So. Ja. Also die NoCD-Crack-Exe habe ich deswegen extra aufgeklatscht, weil ich mir erhofft hatte, dass das Spiel endlich mal problemlos startet, also ohne Neustart und sonstige Macken. Wo fahre ich eigentlich hin? Ja, ist mir dann aufgefallen, dass da eben auch ein, also mit Hilfe des Starts der NoCD-Exe, ist mir dann aufgefallen, da kommt ja noch ein Intro, was mir die Original-Exe gar nicht bringt. Okay, das nimmst du mal mit auf und ja, das durftet ihr dadurch sehen. Das Problem war nur, durch die NoCD Startexe startet mein Spiel nicht. Jedenfalls, das geht dann nur bis zum Laden des Spielstandes und genau da hängt es sich auf, beim Laden des Spielstandes. Dann habe ich mir gedacht, das kann es ja dann irgendwie auch nicht sein. Also, habe ich mir dann gedacht, haust du die Original-Exe wieder rein. Und da habe ich dann eben wieder genau dasselbe Problem wie vorher auch. Nämlich, dass ich dass ich, okay, das sollte reichen, dass ich, Scheiße, jetzt wurde der auch wieder ab. Ich doch. Ich wollte ein schnelles Auto haben. Dass ich jedes Mal einen Neustart machen muss, wenn ich das Spiel starten will. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich zum Kotzen. Also anders kann ich es schon nicht mehr ausdrücken. Ja. Was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich an sich nicht viel. Mittlerweile bin ich nur nicht mehr sicher, welchen Spielstart ich am meisten hasse. Also den von Grand Theft Auto oder den von, also Vice City versteht sich, also dieses hier. Oder den von Sims 3, weil das Laden da dauert ewig. Also man kann sich da zwischendurch noch fast eine Serienfolge reinziehen, bis der endlich geschafft hat, die Ladebalken da durchzuziehen, insbesondere den zum Spielstart. Und na gut, mittlerweile ist es übertrieben. Wahrscheinlich hat es jetzt mit der schnelleren Internetverbindung zu tun, dass der schneller lädt. Aber vorher, das war einfach grauenhaft. Und hier ist es eben so, jedes Mal zum Spielstart darf ich hier Neustart machen, damit ja, die CD lädt, ja, also ja, naja, egal. Weil sonst zeigt er mir an, ja, kann die CD nicht finden, bitte wiederholen. Und da kann man 20 Mal auf Wiederholen klicken. Der akzeptiert trotzdem nicht die CD, obwohl es ein Original ist. Also, ja, egal. Mr. Versetti, Colonel, thank you for coming. Please sit. Lobster? No, thanks. I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I've been carrying Gonzalez for years, but now his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzalez. Did he do it? It's the money that's important to me. For this kindness, I'll reward you. And then we will find your money together.
He will be at his penthouse, half drunk probably. Use this. Na, vielleicht fällt mir da noch was anderes ein. Also ich sag mal so, ich find's gut, dass hier ein schnelles Auto steht. Mal gucken, was wir hier unten noch haben. Nicht unbedingt andere schnelle Autos. Nee, sonst ist hier nichts weiter. Schade eigentlich. Na gut, ist egal. Erstmal hole ich mir die Karre hier wieder. Gut. Wahrscheinlich nehme ich dann den Sportwagen beim nächsten Mal. Der dann da steht. Okay. Dann fahren wir mal dahin. Zu dem Typen da. Und wo fährst du denn los? Egal. Cool, wie der auf zwei Rädern fahren kann. Und ich glaube. Ich glaube, dass ich demnächst mal eine Kurzaufnahme machen werde. Irgendwie zwischendurch wahrscheinlich. Also nicht, dass das ein Einzelvideo wird, sondern ich werde dann wahrscheinlich zwischendurch mal aufnehmen, wie ich zumindest erstmal die ersten 10 versteckten Päckchen hole, zu denen ich mittlerweile Zugang habe. Und dass ich dann entsprechend ja, wie soll ich sagen, so gut, ich glaube, ich nutze mal auch hier die Zeitlupe und noch ein zweites Mal. Ups, hat nicht funktioniert. Gut. Vielleicht quatschen die jetzt ein bisschen langsamer, aber das soll mir jetzt vollkommen Rille sein. Will you ask yourself that same thing? Ja, das Video wird sich jetzt etwas länger hinziehen. Ist mir auch egal. Shut that big mouth of yours! He's got a blade! Stop running, you fat slime ball! Okay. Ah! Away from me, you bastard! Scheiße! Oh, sweet Jesus! I've wasted my life and my looks! Stand still and I'll make it quick! I have to go shopping for Yuroko-chan! Der kann rennen, wie er will. Das ist mir vollkommen egal. Okay. Gut. Hä? Wieso hat er nicht hingehauen? Ah, hier doch. Gut.
Das sollte dann theoretisch eigentlich erledigt sein, wenn ich hier wegfahre. Genau. Ich habe nämlich irgendwie keinen Anlass hier gesehen, um mich mehr detektischer zu machen, als es unbedingt sein muss. So. Danke für das Auto. Ich könnte zwar den anderen besser. Ups, überfahren wollte ich ihn zum Dank eigentlich nicht, aber ist in Ordnung. So. Wieso hängt er denn schon wieder hier auf den Sucher hier? Aha, er ist schon wieder verschwunden. Okay. Okay, ich fahre zum Ocean Drive und dann gleich ab danach zum... Wieso haben die jetzt neuerdings immer diese Autos hier? Was soll die Kacke? Und warum flucht der Typ? Der ist so ausgewichen. So, obwohl eigentlich scheiße. Muss mal kurz noch die Rüstung wieder auftanken. So. Gut, danke. Jetzt können wir weitermachen. Aber wo ihr dann mit der Straßenbeleuchtung nicht einverstanden? Mann, jetzt! Können die Typen nicht fahren oder was? Komm nicht aus dem Arsch, die Penner. Kuhlage im Einkaufszentrum. Aha. Tommy, come and join me. This looks delicious, eh? Tap your snout. Nee, danke, ey. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. A favor for a friend, Cortez? You're a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me. Okay. Machen wir doch glatt. Ja. Das einzige Problem bei diesem Kurier ist, der versucht zu bescheißen, aber soll mir egal sein. Dafür wird er ja schließlich platt gemacht. Was gibt's sonst noch? Nö, also zum Ammunition brauche ich nicht. Ich denke mal, ich dürfte hier noch Waffen haben. Und Munition. Nein, das zeigt mir nach oben, zeigt das 3. Hä? Hä? Wie? Was? Ach, hier in dem Einkaufszentrum, ich dachte an dem anderen. Warte mal.
Okay, da ist zu viel Platz. Jetzt besser? Ja, denke ich mir mal. Nee, auch nicht unbedingt. Was für eine Karre soll man denn da nehmen, damit man den nördlichen Ausgang blockieren kann? Ich war einen halben Meter daneben. Nee, der ist zu kurz. Okay, dann machen wir es anders. Ich hol mir den Oceanic und dann ist easy. Genau, der dürfte ein Stück länger sein. Nicht viel, aber ein bisschen. Dürfte schon reichen. Wow, das war knapp. Na gut. Na toll, ich hätte gerne auch was gesehen hier. Was soll denn die Scheiße? Muss da irgendein Scheißbaum da stehen, ey. So, mal gucken. Okay. Halt die Fresse. Reicht noch nicht ganz. Jetzt sollte es aber reichen. Oh ja. Okay. Gut. Ich denke mal, hier reicht eine einfache Zeitlupe aus, damit sich das nicht ganz so sehr hinzieht. Aua. Achso, er kann ja noch nicht länger schnell rennen. Okay. The rain! She's très wet this time of the year! What? Comment? Look, Cortez sent me. Just give me the damn chips. Oh, d'accord. Where am I? Freeze imperialist American pig! That is propriété de the gouvernement français! Hand it over! You American idiot! They followed you here! Glaubt ihr das im Ernst? Shoot the bullet! You do better, Mr. Snell! You eat my dirt! Cool! Der Trick hat tatsächlich funktioniert, ist ja geil. Erstmal muss ich mich reinwaschen. Also sprich Klamotten wechseln. Klamotten wechseln und dann... sollte das eigentlich klappen. Yellow, done.
Ach, guck an, diesmal ist das Auto noch da. Ist ja goldig. Ihr habt ja vielleicht ein Fahrstil drauf. So. Saubere Klamotten, ja, aber wirklich. Na gut. Die haben ja alle einen Fahrstil da, also wirklich. Und da heißt es, die Bullen sind immer auf Sicherheit aus, aber garantiert nicht in diesem Spiel hier. Ich dachte eigentlich, das wäre dieses andere Gefecht gewesen im Einkaufszentrum. Aber scheinbar nö. Na egal. So. Da wären wir wieder. Und schon schließen wir die Mission ab. Obwohl, Quatsch, vertreibe ich hier eigentlich? Ach, hätte ja gar nicht. Hm. Wieso ist hier ein C, wenn ich da doch nicht hin kann? Ach doch, jetzt geht's wieder. Aha. Get to the payphone in West Point. Fernsprecher in West Point. Nö, erstmal noch nicht. Machen wir später. Ach Quatsch, was treibe ich denn hier? So. Könnten wir ja vielleicht noch als vierte Mission machen. Aber ansonsten. Thomas, I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's man at the drop-off. Gracias, amigo. Diaz, huh? Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Ah, M geht ja nicht für Körter. In dem Parkhaus da. Aha, okay. Alles klar. Schauen wir mal nach. Ich glaube, das sollte mit der Rüstung eigentlich noch gehen. Das ist Rüstung. Schusssichere Weste. Hat die glaubt an Gott? Aha. Okay. Warum nicht? Ist ja jedem seine persönliche Entscheidung. Ich meine, gut. Ich glaube auch an Gott. Und trotzdem spiele ich dieses Spiel hier. Müsste ich da nicht unbedingt ein Problem drin, da das ja kein Real Life ist, also von daher. Habe ich hier irgendwas verpeilt? Ups. Aha, okay. Nice.
in all the action I see. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. The name's Lance, by the way. Tommy Vercetti. Let's go. Mm-hmm. Okay. Na, dann spring mal rein in die Hütte. Ups, ja. Ich bin nie drauf gekommen, dass man mit einem Sturmgewehr zielen kann. Scheibenkreis da, ich glaube. Karte? Ach, das ist das Ding. Aha, okay. Okay, gehen wir wieder dann auf Zeitlupe, wenn wir da sind. Och Leute, ehrlich ey, schlaf doch mal aus! Ach Scheiße, ich hab mich verzählt. Yeah, buddy, you look a hot dish. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Geht doch. Geht doch. Somebody tell me where to. Ich hoffe mal, die Knarren reichen, die ich mir jetzt eben durch den Waffenschild geholt habe. Ich glaube, Lance muss ich beschützen, wenn ich mich recht entsinne. You must be Cortez's new gun. Till more gainful opportunities arise. They'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony. You get the roof across the yard. Yo, you better watch yourself. Ja. Jetzt heißt es immer Augen auf. Mhm. Es que no me lo creo, man. Ah, sollt. Hey. Wieso zielt er anders als er zielt? Oder feiert er anders als er zielt? Das war scheiße, wozu habe ich ein Fahnenkreuz? Was sieht da? Da kam einer aus der anderen Richtung. Arschbacken die.
Wartet jetzt? Ne, ich höre schon mal da rein. Ach nö. Lass mich raten, jetzt müssen wir uns die Typen schnappen. Leck mich doch am Arsch. Ja, toll. Upsa. Hey! Was war das denn? Blöde Kalle! Ich glaube, ich spinne oder was, ey. Ist aber ein schlechter Witz mit dem Ding, ey. So. Was labert die für eine Scheiße? Na jetzt, was halt. Okay, dann mache ich jetzt noch die Telefonhörermission. Ich habe keine Ahnung, was das für eine sein soll. Deswegen gucke ich dann gleich mal in, meine Unterlagen, die ich mir jetzt so ausgedruckt habe. Naja, nicht jetzt, aber vor kurzem halt. Bezüglich der... Wieso kann er die Munition nicht aufnehmen? Was soll denn der Quatsch? Ah, deswegen. Bin zu voll zum Laufen. I live! Take heads! And it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo, I think. Aha. Jetzt würde ich mal die Scheibe runterkurbeln können zum Quatschen. Na egal. Shit. Where's that guy, Lance? Ja, genau. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken, was das hier für ein Auftrag sein soll. Ach, der sagt mir noch irgendwas. Tommy, es ist Ricardo Diaz. I want to thank you for looking out for me, my man. I asked that prick Cortez, he said you're the real deal, my friend. Will you not come see me? I need a guy like you. All I have now is dickheads. Dickheads everywhere, yo. I make you real rich. Aha. Na gut. Ja, meint.
Ein bedauerlicher Unfall. My compliments on a job well done, Mr. Teal. My client was very pleased. I have more work for you. Tomorrow and on a broach. Your next job is taped under the phone. Mhm. So, das war mal wieder der Zeitdruckensheet. Weil, soweit ich mich recht entsinne, gab es hier nämlich... Okay. Okay, schaut sie aus. Es muss wie ein ein Unfall aussehen. Na gut. Dann nehmen wir halt das Moped da. Soll mir auch egal sein. Bum, 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 bum. Jetzt funktioniert mit dem Cheat oder nicht? Okay, wir sehen. Nein, wirklich? Das soll ich dann machen? Na toll, die hab ich doch gleich ab schon. Scheiße. Ja, hat funktioniert. Ach, shit. Was? Scheiße! Tommy Vercetti is an innocent man. Leck mich! Wo bin ich eigentlich hier? Alter! Hör auf zu blinken, fertig beim Abbiegen, du Penner! Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Aber normalerweise hätte ich so eigentlich die Rüstung bekommen sollen. Steh auf, du Arschloch. My compliments on a job well done, Mr. Teal. My client was very pleased. I have more work for you. With a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. Na gut. Wäre vielleicht eher ein Panzer besser gewesen. Scheiße, ey. Egal. Keine Waffen, ey, leck mich doch. Hoffentlich hält meine Karre mehr aus als ihre. Na toll. Bleib gefällig stehen, du Arschgesicht, sonst wäre ich sauer hier. Wann ist die Mission fehlgeschlagen? Ich weiß es ja nicht mehr.
Ja, okay, wenn ich Waffen einsetze, ist viel Schlange, aber sonst. Penner! Okay. Help me. Oh my God. Piss dich, Junge. Ihre Karre hört zwar ein bisschen mehr aus, aber... Scheiße! Okay. Oh, meiner hat scheinbar weniger aus als ihrer. Upsa. Upsa. Ha 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 ha. Da ist er wieder. Zum Glück traut ihr sich nicht allzu sehr erst zu ihr mit der Karre. Sag mal, lass mal mein Auto in Ruhe. Okay, Fälle mehr könnt ihr wohl nicht mehr aushalten, hä? Na bitte, Eta. Gut. Dann mache ich jetzt noch schnell die versteckten Päckchen. Zumindest 10 Stück erstmal. Dann habe ich nämlich immer die Rüstung. Da muss ich jetzt aber kurz mal auf meine Liste gucken. Thank you.
Aha. 1 von 100, na endlich! Ja, so sieht das dann aus. Los, vorsichtig. Wir wollen keinen Quatsch erleben hier. Aha, da ist es. 3 von 10? Also, da ist das Päckchen. Okay. 4 von 100? Das ist schön. Ah. 5 von 100? Den könnte ich jetzt übrigens auch kaufen. Okay. Okay.
Aha! Aha! Die Karte haut nicht ganz hin, würde ich sagen. Alles klar. So. Nö, hier ist nichts. Oder ist hier hinter noch was? Ja! Aha, cool. 9 von 100. Richtig. Jetzt noch ein Päckchen und dann habe ich, wenn ich mich recht erinnere an die Beschreibung, die ich da habe, in jedem meiner Verstecke, oder zumindest in nahezu, kostenlose schusssichere Weste. Ja, verzeiht, holen wir uns das versteckte Paket hier. Oder wartet auf dem Steg? Hä? Also jetzt raste ich gleich aus hier. Ah, das ist das Ding auf dem Steg. Ist ja goldig. Ja. Im Ocean View Hotel angeliefert. Alles klar. Dann können wir uns die holen und speichern danach gleich ab. Das ist doch prächtig. Gut, das soll es dann mal wieder gewesen sein für heute mit der Aufnahme. Ups. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Auch wenn es jetzt am Ende etwas in die Länge gezogen war. Wenn ihr zufällig über diese Folge gestolpert seid und sie euch gefallen hat, freue ich mich auch über ein Abo. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wie zum Beispiel macht das nicht mehr oder also mit den versteckten Päckchen. Ich glaube, ich könnte das vielleicht noch zusammenraffen, oder? Muss ich mal sehen. Ja. Genau. Ich mache das, glaube ich, ein bisschen schneller und dann passt es schon. Und ansonsten würde ich sagen, ich hole mir jetzt noch schnell die schusssichere Weste. Und dann. Da ist er. Yippie-yay. Ja. Und dann beenden wir diese Folge mit dem Abspeichern bei dieser Kassette da. Genau. Ja, ich will speichern. Okay. Ja, und das war's für heute. Bis dann denn und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr wollt, ich sag dann mal Tschüss.